Ein Blick auf den bisherigen Verlauf der Energiewende in Deutschland zeigt, dass einige große Sektoren ihre CO2-Emissionen kaum oder gar nicht verringern konnten. Am gravierendsten ist das im Verkehr, der global zunimmt und nach wie vor überwiegend auf fossilen Kraftstoffen beruht. Die vielbeschworene Verkehrswende muss also kommen. Aber wie sieht sie aus? Batterieelektrische und Brennstoffzellenfahrzeuge benötigen neben CO2-freiem Strom auch neue Infrastrukturen. Deren flächendeckender Aufbau kostet Zeit und Geld. Die dritte Option sind strombasierte Kraftstoffe aus CO2. Sie brauchen zwar noch mehr Strom, könnten aber schnell eingeführt werden, da die Infrastruktur für die Nutzung beibehalten werden kann. Das Kohlendioxid kann aus industriellen Quellen stammen, die nicht vermieden werden können. Beispiele sind Zement oder einige chemische Verfahren, bei denen CO2 als Nebenprodukt entsteht. Es kann auch aus dezentralen Biogasanlagen stammen oder direkt aus der Atmosphäre. Die Gewinnung aus der Atmosphäre hat den Charme, dass ein Kreislaufprozess etabliert würde. Und zwar, weil das bei der Verbrennung in die Atmosphäre abgegebene CO2 zuvor daraus entnommen wurde. Bei Biogas ist das zwar auch so, aber diese Variante hat einen viel höheren Flächenbedarf und es gibt eine Nutzungskonkurrenz der Anbauflächen, entweder für Nahrungsmittel oder für Energieträger. Voraussetzung für dezentrale Anwendungen sind kompakte, integrierte Anlagen mit hoher Umwandlungseffizienz vom Strom bis zum fertigen Kraftstoff. Genau dafür haben wir, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, einen ersten Prototypen im Copernicus-Projekt Power2X entwickelt. Wir, das ist ein Team bestehend aus dem Institut für Mikroverfahrenstechnik am KIT und den Firmen Climeworks, Sunfire und Ineratec. Ich habe dieses Vorhaben vor mehr als 3 Jahren initiiert. Die erfolgreiche Inbetriebnahme der Prototypanlage vor kurzem war ein wichtiger Meilenstein. Zum ersten Mal weltweit haben wir die direkte Kopplung aller 4 Schritte des gesamten Prozesses vom CO2 in der Luft bis zum flüssigen Kraftstoff in aufeinander abgestimmten Modulen umgesetzt. Und das Ganze sehr kompakt in einem 30-Fuß-Container. Die 4 Schritte dieser Prozesskette sind: erstens die von der Firma Climeworks entwickelte CO2-Filterung aus der Luft. Als zweites die simultane Hochtemperaturelektrolyse von Wasserdampf und CO2 zur Erzeugung von Synthesegas der Firma Sunfire. Drittens die Fischer-Tropsch-Synthese der Firma Ineratec zur Umwandlung des Synthesegases in Kohlenwasserstoffe unterschiedlicher Kettenlänge. Und viertens die Aufarbeitung dieses Primärprodukts zum flüssigen Kraftstoff in einer weiteren Reaktionsstufe, die vom Institut für Mikroverfahrenstechnik eingebracht wurde. Climeworks stellt in diesem Projekt die nachhaltige CO2-Quelle zur Verfügung, nämlich CO2 aus der Luft. Mit Hilfe der sogenannten Direct Air Capture Technologie, kurz DAC, filtert Climeworks das CO2 direkt aus der Umgebungsluft. Hierzu wird neben Ökostrom nur Niedertemperaturwärme als Energiequelle benötigt. Die DAC-Anlagen von Climeworks sind modular, skalierbar und können in Massenproduktion gefertigt werden. Dadurch können auch sehr große Mengen an CO2 aus der Luft gefiltert werden. Und da das CO2 aus der Luft entnommen wird, können die Anlagen an beliebigen Standorten weltweit aufgestellt werden. Somit sind sie unabhängig von bestehenden Infrastrukturen. Bei dem DAC-Verfahren wird Umgebungsluft angesaugt und durch ein speziell behandeltes Filtermaterial geleitet. Die CO2-Moleküle aus der Luft werden im Filter wie in einem Schwamm eingefangen. Sobald der Filter vollständig beladen ist, wird er auf 95 Grad Celsius erhitzt. Durch die Wärme lösen sich die Moleküle wieder und werden als reines CO2 erhalten. Uns von Sunfire ist es gelungen, Wasserdampf und CO2 elektrochemisch in Synthesegas umzuwandeln. Erstmalig, simultan, in nur einem Prozessschritt, dank unserer speziellen Hochtemperatur-Elektrolyse-Technologie. Wir nennen diese Technologie SynLink. Synthesegas ist die Grundlage für synthetische Kraftstoffe und viele weitere Verfahren in der chemischen Industrie. Im Projekt wird aus unserem Synthesegas der Fischer-Tropsch-Kraftstoff erzeugt. Unsere SynLink-Anlage kann dabei die Prozesswärme der nachfolgenden Synthese nutzen und somit Strom einsparen. Das macht die Kraftstoffproduktion noch effizienter.
wodurch wir sowohl Investitions- als auch Betriebskosten deutlich senken können. CO2 wird zusammen mit Wasserdampf in das Elektrolysesystem eingeleitet. Jede Elektrolysezelle besteht aus einer Kathode, einer Anode und der Membran dazwischen. Das Besondere hier ist die keramische Membran, die nur für Sauerstoffionen passierbar ist. Wasserdampf und CO2 werden an der Kathode in Wasserstoff und Kohlenmonoxid gespalten, das sogenannte Synthesegas. Die dabei gebildeten Sauerstoffionen wandern durch die Membran auf die Anodenseite und werden dort zu Sauerstoffmolekülen. Übrig bleibt das gewünschte Synthesegas. Im dritten Schritt werden nach dem Fischer-Tropsch-Verfahren aus dem Synthesegas langkettige Kohlenwasserstoffmoleküle gebildet. Diese dienen als Rohprodukte für die erneuerbaren synthetischen Kraftstoffe. Für die Fischer-Tropsch-Synthese hat Ineratec einen innovativen chemischen Reaktor entwickelt. Durch interne Mikrostrukturierung bietet er auf kleinstem Raum eine große Oberfläche. So lässt sich die Prozesswärme sicher ableiten und in anderen Prozessschritten nutzen, wie zum Beispiel der Hochtemperaturelektrolyse. Der Reaktor lässt sich leicht steuern, kann Lastwechsel gut verkraften und ist modular erweiterbar. Die Reaktortechnologie von Ineratec ermöglicht es, kompakte Power-to-X-Anlagen dezentral am Ort der Gewinnung von erneuerbarer Energie und CO2 einzusetzen. Mit der Serienfertigung ab 2021 wird so die Markteinführung erneuerbarer synthetischer Energieträger ohne aufwendige Veränderungen der Infrastruktur möglich gemacht. Das Synthesegas aus der Elektrolyse wird in den mikrostrukturierten Reaktor geführt. An der Oberfläche des Katalysators werden Kohlenwasserstoffe verschiedener Kettenlänge gebildet. Bei der Reaktion wird Wärme freigesetzt, die aufgrund der großen Wandfläche im Reaktor hervorragend abgeführt wird und an anderen Stellen im Prozess genutzt werden kann. Die Kohlenwasserstoffe gelangen in den vierten und letzten Prozessschritt, die Produktaufarbeitung. Ohne diese weitere Aufarbeitung kann das Produktgemisch aus der Fischer-Tropsch-Synthese noch nicht als Kraftstoff eingesetzt werden, auch weil der Anteil der sehr langen Kohlenwasserstoffketten bei Umgebungstemperatur fest ist. Direkt nach dem Fischer-Tropsch-Reaktor werden daher in einer weiteren Reaktorstufe mithilfe von Wasserstoff und einem Katalysator die zu langen Kohlenwasserstoffketten in kürzere Bruchstücke geteilt. Gleichzeitig werden verzweigte Moleküle mit gleicher Zahl von Kohlenstoffatomen gebildet, die sogenannten Isomere. Man spricht daher auch von hydrierender Spaltung und Isomerisierung. Für diesen letzten der vier Prozessschritte haben wir vom Institut für Mikroverfahrenstechnik ein Reaktorsystem entwickelt und bereitgestellt. Durch anschließende Destillation lassen sich Kerosin, Benzin oder Diesel gewinnen. Für die hydrierende Spaltung und Isomerisierung der Kohlenwasserstoffketten werden Katalysatorpartikel mit definierter, enger Porengröße eingesetzt. Der Katalysator besitzt zwei verschiedene Arten von aktiven Zentren, die gemeinsam für die Spaltung und Isomerisierung der Moleküle sorgen. Vor allem die langkettigen Kohlenwasserstoffe werden umgewandelt. Aus ihnen entstehen über mehrere Reaktionsschritte kürzere und zum Teil verzweigte Kohlenwasserstoffketten, die gewünschten Zielprodukte. Die engen Poren des Katalysators, die Natur der aktiven Zentren und die Betriebsbedingungen erlauben dabei eine Steuerung des Produktspektrums hin zu Kerosin, Diesel oder Benzin. Nicht umgesetztes Synthesegas und gasförmige Nebenprodukte werden in die Elektrolyse zurückgeführt, wodurch sich für das Gesamtverfahren eine sehr hohe Kohlenstoffausbeute ergibt. Konkret finden sich mehr als 90% des im ersten Schritt aus der Luft gewonnenen Kohlenstoffs im flüssigen Produkt wieder. Derzeit produzieren wir mit dieser Prototypanlage maximal 10 Liter dieses synthetischen Kraftstoffs am Tag. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, in Stuttgart und die Audi AG in Ingolstadt haben die synthetischen Kraftstoffe bereits im Labor untersucht. Das synthetische Kerosin zum Beispiel verbrennt sauberer als der fossile Kraftstoff und lässt sich unter Nutzung der Laborergebnisse noch weiter optimieren. Das KIT-Institut für Technik, Folgenabschätzung und Systemanalyse hat für das Gesamtverfahren schon im aktuellen frühen Entwicklungsstadium eine Nachhaltigkeitsbewertung auf Basis von Lebenszyklusanalysen durchgeführt. In der Roadmap Power to X sind die Ergebnisse ausführlich beschrieben. Sie unterstützen die Weiterentwicklung und Skalierung der Technologie als eine der ausgewählten Prozessketten in der zweiten Projektphase.
In dem dafür vorgesehenen Maßstab von 200 Liter Kraftstoff pro Tag soll die Abwärme der Fischer-Tropsch-Synthese für die Dampferzeugung der Elektrolyse und deren Abwärme wiederum für die Gewinnung des CO2 aus der Luft genutzt werden. So lassen sich nach unseren Berechnungen etwa 60% des aufgewandten Stroms im flüssigen Kraftstoff speichern. Das ist ein sehr hoher Wert, der über die bisher in der Literatur beschriebenen Ergebnisse deutlich hinausgeht. Diese Hochskalierung kann nicht mehr in diesem Container hier stattfinden, sondern wird hier im Energy Lab 2.0 am KIT umgesetzt. Dies ist dann der nächste wichtige Schritt auf dem Weg zur Marktreife CO2-neutraler synthetischer Kraftstoffe.